Wir befinden uns an der Wehre, Wehre, W-E-R-R-E, Wehre. Ja, hast du Sprachprobleme? Da kamen uns welche entgegen. Sechs Männer, zwei Frauen mit einem Bollerwagen. Und ich habe so im feinsten Berliner Deutsch gesagt, na Jungs, Herrentag ist schon eine Weile vorbei. Und die haben nur vorbei wahrscheinlich verstanden und haben gleich losgemotzt, dass wir da langfahren, alle Mann. Und dann halt, ich dachte dann, warum sind die so komisch? Und dann bin ich mit Sebastian weiter und habe überlegt, was haben die verstanden? Na Jungs, Herrentag ist wohl eine Weile vorbei. Herrentag, Herrentag ist in den meisten Ländern Christi Himmelfahrt und nicht Herrentag. Und der Rest war Berliner Kauderwelsch. Vorbei war das einzige Wort, was wahrscheinlich verstanden wurde. Ja, heute, ich muss hier ein bisschen aufpassen mit dem Radfahren. Heute relativ ruhig, entspannt. Wir haben irgendwie 86 Kilometer. Treffen in Bad Oeynhausen oder so. Ja, einen Reporter noch, der macht gleich noch ein paar Bilder und ein Interview. Und dann geht es für uns weiter. Ansonsten ist eigentlich nichts großartig passiert. Immer noch riesen Probleme mit Bänken. Wir haben vor einem Kriegsdenkmal, erst dann Zweiter Weltkrieg, gesessen auf einer Bank, weil grauenhaft. Also nirgendwo ist irgendwie mal was, wo man sitzen kann. Sebastian, willst du noch irgendwas sagen? Hast du Bock? Ja, warte mal. Ich drehe mal kurz um. Jetzt bist du im Bild. Hat einen schönen Zeltplatz die Nacht, war recht ruhig. Ja. Heute früh klang es irgendwie so, als ob ein Vogel auf dem Zelt starten wollte. Ich weiß nicht genau, oder daneben. Jedenfalls war ein bisschen Geflatter, sonst sehr ruhig. Wir sind jetzt heute weiter, haben zweimal den Plan geändert. Heute früh haben wir den Fotografen von Bad Oeynhausen abgesagt, weil wir dachten, wir fahren nach Minden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass in Minden gar kein Zeltplatz ist und wir doch nach Bad Oeynhausen fahren. Ja, also haben wir ihn wieder angerufen, gesagt, dass wir doch kommen. Ich hoffe, er hält uns jetzt nicht so ganz verrückt. Aber ja, genau. Den treffen wir nachher noch. Ja, sonst war nichts weiter. Ne, warte, Bis ich drehe wieder um. Gestern Abend noch ganz, ganz toll. Wir sind zu spät, Sie haben nur bis 19 Uhr offen gehabt, haben gesagt, wenn wir später kommen, anrufen. Dann kommt die Chefin, super nette Frau, hat uns gleich den Zeltplatz gezeigt, hat kurz gefragt, wo wir herkommen. Haben wir gesagt, wir sind schon 120 Kilometer heute gefahren, oder 22. Und was wir so machen, haben wir erzählt, das war schon fast 2700. Jetzt haben wir schon 2000. Ach, warte mal, ich drehe mal um, das ist ja cool. Also wir kommen locker über 4000, mit Sicherheit. Ja, ihr gesagt, dass wir schon 2700 und haben. Hat sie ja was, ja irre, verrückt und hat dann gefragt, was wir so treiben, haben wir ja erklärt. Ja, hier guck mal, Internet, Inklusion rockt und rollt. Da hat sie uns den Platz gezeigt, in der Nähe von den WCs und Duschen, damit Sebastian es nicht so weit hat, und hat gesagt, sie guckt sich das mal an und hat im selben Atemzug gesagt, wir müssen nichts bezahlen, wir müssen früh nicht nochmal reinkommen und bezahlen, sondern wir können einfach alles vergessen, sie lädt uns ein. Super, super nett, falls die Frau uns irgendwie sieht, durch Zufall, weil sie uns jetzt folgt, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und damit sind wir weg. Das Lustige, wir hatten noch nie Einladung. Was? Ja genau, sie wollte mal einen Blinden umarmen, einfach nur so, weil sie nett sein wollte, und hat unseren Sebastian umarmt, genau. Ja, Sebastian, willst du noch kurz Tschüss sagen? Tschüss. Bis gerade im Bett. Okay, bis dann, tschüss.